Hallo, bei Reingedruckt zeige ich euch heute, wie man STL-Dateien nachbearbeitet. Mit anderen Worten, alles das, was ihr bei Tinker, Vivas und Co. gefunden habt, könnt ihr mit SolidWorks nachbearbeiten. Wie ihr an das Programm kommt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Es ist kostenlos zu erhalten, es ist leicht zu bearbeiten und wir legen einfach los. Öffnen einer Datei. Also öffnen. Wählen die Datei aus. Hier seht ihr ganz deutlich steht STL dort. Optionen geht ihr dann rein. Und dann ist es ganz wichtig, dass bei Importieren als Volumenkörper dasteht. Nutzt ihr eins der beiden anderen, wird es ein bisschen komplizierter. Aber Volumenkörper ist das, womit ihr letztendlich arbeiten wollt. Also bestätigt ihr das Ganze. Dann geht ihr auf Öffnen. Rechnet er ganz kurz, geht relativ schnell. Und jetzt habt ihr hier, oder habe ich hier in meinem Fall quasi das, was ich als letztes gemacht habe, als Volumenkörper dazustehen. Ja, machen wir mal die ganzen Dreiecke weg, damit es ein bisschen schöner aussieht. Ja, das ist mein Volumenkörper, den habe ich als letztes bearbeitet. Jetzt möchte ich parallel dazu, oder ich möchte nicht parallel dazu, ich möchte generell, dass, sagen wir mal, diese Bohrungen hier größer haben. Weil mein Stutz, der dort reinkommt, soll ein bisschen größer sein. Also wähle ich erstmal diese Fläche auf, sage dann Skizze, Kreis und jetzt ziehe ich hier aus der Mitte raus. Machen wir ein bisschen größer erstmal. Und jetzt legen wir ungefähr fest, dass das Teil in der Mitte liegt. Ich weiß, dass der äußere Radius ungefähr 30 mm hat. Also sage ich hier 15 mm. Und von hier oben ein Punkt, hier runter auch 15 mm. Damit liegt mein Teil ziemlich genau in der Mitte. Und ich brauche dieses hier etwas größer. Und zwar sage ich hier 27 mm und bestätige das Ganze. So, dann geht ihr auf Futures. Oder ich gehe auf Futures. Dann möchte ich das als Loch eintragen. Und jetzt kann ich hier, habe ich hier die Möglichkeit, über den Pfeil zu sagen, wie weit möchte ich das Loch austragen. Oder aber hier über die Zahlen. Und über die Zahlen sage ich, okay, ich möchte es 40 mm tief rein haben. Bestätige das Ganze. Jetzt rechnet er kurz. Und jetzt seht ihr hier, das Loch ist 40 mm tiefer drin, wie es vorher war. Ja. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt es noch so einen kleinen Daumen nach oben. Freue mich drüber. Ich wünsche was. Bis die Tage.